So, wir hauen hier noch ein paar Fackeln hin. Viele habe ich ja nicht mehr. Okay. Wie wär's mit da? 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 Okay, da ist zu. Sieht nicht mehr ganz so gut aus da unten. Muss ich von der anderen Seite kommen? Gehen wir mal dahin. Okay, komm. Regulär. Ganz regulär. Also eigentlich wäre regulär ja hier jetzt ein runter. Da ein runter. Da ein runter. Da ein runter. Da ein runter. Okay. Da ein rein, da ein rein. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Fackel. Fackel. Zack. Also das Witzige an der ganzen Aktion war jetzt, hätte ich die andere Höhle erforscht, wäre ich irgendwann mal zu meiner gekommen. Okay, hier ist Ende Gelände. Wenn ich das richtig sehe. Ja, hier ist Ende Gelände. Und ich habe jetzt auch keine Fackeln mehr. Und ich habe auch schon fast keine Stäbchen mehr. Und ich habe auch. So. Wo ging's denn jetzt hier raus? Gut, gehen wir da raus. So, die Frage ist jetzt, wo muss ich hin? Ah, hier hinten würde es auch noch weitergehen. Da wird es auch weitergehen. Da wollte ich aber alles gerade gar nicht hin. Ich wollte eigentlich zu meinem Höhlenabschnitt zurück. Wo ist mein Höhlenabschnitt? Da ist er nicht. Okay. Wir nehmen dich mit und dich mit. Und dann gehen wir hier wieder hoch. Und da lang. Okay, dann müssen wir hier uns einen Weg nach oben bahnen. Es wird dunkel. Nee. Okay, jetzt habe ich mich richtig verlaufen. Da drüben war mein Höhlenabschnitt. Genau. So, und da war noch dunkel. Und dann wollte ich da rein und dann ging es hier runter. Autsch. Wo war jetzt mein Höhlenabschnitt? Okay, ich glaube, jetzt habe ich mich richtig verlaufen. Vielleicht da lang? Nee. Gut, sei es drum. Ich finde meinen Höhlenabschnitt auf jeden Fall ja wieder. Ich denke, wir gehen jetzt nach Hause mal. Meinen Höhlenabschnitt finde ich ja auf jeden Fall wieder, wenn ich
komme ich denn jetzt hier raus? Hey, okay. Jetzt bin ich richtig konfus. Ah, schon wieder eine Spinne. War es vielleicht hier hinten? Ich glaube nicht. Gehen wir mal darüber. Darüber. Da lang. Da war ich doch schon. Kam ich von da oben? Aber ich sehe halt nirgends Stufen. Das ist halt das. Ich habe doch jetzt immer so Stufen reingehauen. Das ist ja alles noch dieser. Dieser, ich entdecke die unterschiedlichen Höhlenwelten. Nee, das ist auch nicht der Bereich, wo ich herkomme. Das ist immer wieder dieses Wasser. Boah, meine Orientierung ist gerade voll im Eimer. Aber sowas von voll im Eimer. Da geht's nach oben. Da ist Tageslicht. Also Nachtlicht. Da wollte ich ja gar nicht sein. Aua, aua, aua. Nee, also komm, wir hauen ab. Wir verlassen die Höhle. Wir versuchen die dann wieder über. Was vielleicht da? So, da komme ich auf jeden Fall nicht raus. Ist mir jetzt aber auch egal. Wir graben uns jetzt nach oben. So. Werden wir jetzt einfach wirklich abhauen. Okay, da wäre es nach oben gegangen. Naja, das können wir ja dann noch machen. So, gehen wir wieder nach oben. Genau, seht ihr das da hinten? Da ist mein Leuchtturm. So, das heißt, wir können eigentlich in diese Richtung laufen. Wären wir von dort, ja. Oh. Von dem Leuchtturm aus müssten wir ja auch sehen. Wow. Okay. Das war jetzt nicht ganz so gut, aber passt schon. Können ja noch eine Kleinigkeit essen. Ja, kommt noch ein. Von dem Leuchtturm aus kommen wir ja auf jeden Fall zu unserer Höhle und zu unserer Hütte. Und ich war definitiv da hinten schon. Und da gibt es auf jeden Fall noch definitiv eine Menge spannende andere Dinge. So, seht ihr das? Da ist der eine Teil der Höhle. Und da ist der große Teil der Höhle. Ist da der Teil der Höhle, in den ich reingelaufen bin? Ne, da hinten war er. Nichtsdestotrotz, wenn ihr jetzt hier das gesehen habt, dann seht ihr da hinten wieder ein Licht, zu dem wir jetzt gehen. Da muss ich mir echt mal überlegen, ob ich da nicht vielleicht einen Schotterweg hinbaue. Und das ist jetzt der Eingang der Höhle, oder wie? Ja, genau. Das ist der Eingang der Höhle.
Okay. Und die Frage ist, also da ist, sind jetzt drei so Dinger und ich würde jetzt ganz gerne hier mal auf den Berg gehen. Vielleicht sogar auf den Baum, um mal rauszufinden oder rauszukriegen, wo denn jetzt eigentlich meine Heimat ist. Also ich finde es total witzig, wir waren jetzt endlos lange Folgen unter der Erde. Mit der Absicht, immer weiter runter zu gehen. Sind aber immer weiter nach oben gekommen. So. Also wenn du mich fragst, genau, geht's in diese Richtung. Heißt, ich gehe jetzt hier hoch. Und dann darüber. Genau. So, und was lernen wir da draus? Mein Höhleneinstieg ist gar nicht so ewig weit weg. Und was haben wir hier? Ah, okay. Irgendwas anderes Komisches. Müssen wir auch nicht weiter drüber nachdenken. So, ich bin einfach darüber gelaufen und da ist er ja schon. Das heißt, ich kann jetzt hier eigentlich noch sagen, zack, zack. Zack. Also warte mal, machen wir erstmal dich weg. Diesen roten Stein will ich ja dann ganz gerne haben. So, fünf waren es ja. Genau. Eins, zwei, drei, vier. Ich glaube, das waren jetzt schon fünf. Eins, zwei, drei, vier. Na, waren es noch nicht. Okay. Eins, zwei, drei, vier, vier, fünf. So, und dann kann ich ja jetzt zu den Fackeln sagen. Hammer. Und dann sagen wir hier 4. Zack. 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 Und dann haben wir auch die alle Fackeln wieder. Und dann sieht man hier hinten schon den nächsten. Und dann weiß man, okay, da muss man hin. Vielleicht sollte ich da drüben noch eine hinsetzen, aber dafür brauche ich erstmal wieder Kohle. So, 5. 5. Ach, Jungs. Lasst mich doch einfach in Ruhe. Aus der Richtung ist es. Und da drüben soll ich wirklich einen hinsetzen, ganz ehrlich. Tatsache. Okay, jetzt kapiere ich das langsam. So, dann würde ich gerne noch mal ein bisschen Kohle nehmen. Und dann würde ich das bisschen Holz, das ich hier jetzt halt noch habe. Ach komm. Pfeift drauf. Wir machen jetzt die Sticks, die wir noch haben, wirklich komplett zu Fackeln. Nee, Ruß möchte ich eigentlich jetzt nicht herstellen. So, dann haben wir den da. Die stehen jetzt halt ein bisschen ungeschickt. Weil ich halt versuche, irgendwie. Da drüben jetzt auch noch einer. Das wäre jetzt doof.
Naja, das sehen wir gleich, ob das auch noch einer ist. Ich würde auf jeden Fall ganz gerne. Ah, okay, das ist nur einfach Schotter. Ah, nein, nicht zerschlagen, bitte. 15. Okay, gut, nicht zerschlagen. Perfekt. Schon wieder eine Höhle. Sag mal, Jungs, lasst mich doch endlich mal in Ruhe mit Höhlen. Okay, da ist keiner, aber hier. So, dann würde ich das aber trotzdem genauso machen. 1, 2, 3, 4, 5. Und dann sagen wir hier nochmal. 1, 2, 3 und 4. Zack. Dich machen wir weg. Und dich machen wir einen hin. Wunderbar. Und dann wäre ja da der nächste. Also dann sieht man, genau, so wollte ich das eigentlich machen, dass man hier sich einfach einen Weg zurechtzimmern kann. Und dann kommt man schon zu den und zu dem. Und da haben wir eine Höhle. Die wir nicht weiter verfolgen. Außer vielleicht als Sandlager. Oder Steinbruch. Das wäre eigentlich gar nicht so schlecht. Und dann gehen wir mal da lang. Eigentlich müsste die ja da hinten sein. Ah ne, da ist er ja. Das müsste ja die Höhle sein. So. Dann flitzen wir da mal kurz runter. Nehmen hier die Kohle mit und nehmen die Kohle mit. Jetzt sind wir ja schon wieder auf Höhlentour. So. Hörst du mal auf? Hör mal auf! Bäh. Nein! Sag mal, das mit der Kohle, das ist ja gerade irre. Zack und zack. Oh. Also, nicht, dass es mich stört, dass ich Kohle kriege, aber. Oh. Ich will doch eigentlich gerade was ganz anderes machen. So, und dann geht's hier ewig weiter, genau. Da geht's in einen anderen Höhlenteilaspekt. Und da geht es in den Höhlenteilaspekt. Da gibt es auch noch was anderes. Und hier ist da hinten jetzt schon wieder ein Miesmonster. Ne, da ist die Erde. Und hier können wir darunter. Und da ist unser Abstieg. Dann habe ich hier angefangen, Gefilde zu erkunden. Und habe dann festgestellt, oh Scheibenkleister, die Höhle ist gar nicht mal so klein. Und dann sind wir eigentlich immer wieder sukzessive nach oben gegangen. Okay, und hier war die Sackgasse. War eine Sackgasse. Uiuiui. Okay, gut. Auf jeden Fall haben wir da jetzt halt neben dem, dass wir ja jetzt einiges an Zeug eingesammelt haben.